are watching Black Falls. Octa Schwarz. Hallo und willkommen bei der ersten Akte Schwarz. Heute in der Sendung haben wir Assemblage 23, Grindel und einen Bericht vom Bergwerk 2009. Wir fangen gerade an mit dem Bericht über das Bergwerk-Festival von 2009. Voilà! Es ist definitiv der grösste Szenenanlass, den es je in der Schweiz gegeben hat. Ich finde es sehr, sehr cool gemacht. Wir haben es unbedingt mal gesehen. Ich habe es letztes Jahr immer verpasst. Und habe mich gefreut. Es hat echt mal gesehen, es klingt jetzt ein bisschen blablabla. Aber es ist genial organisiert, gut ab. Und ein Erlebnis wert, das man nicht verpasst. Ich bin der Sänger von der Band Unheilig. Und im Grunde genommen bin ich heute zum ersten Mal hier unter Tage quasi. Ich glaube 400 oder 500 Meter sind das. Und ja, ist eine super Wahnsinns-Location. Also muss man eigentlich im Grunde genommen gesehen haben. Ich bin nicht das erste Mal in der Schweiz, sondern ist jetzt schon das dritte Mal oder so. Aber so cool wie hier von der Location war es also noch nirgendwo. Absolute Gratulation zum 10-jährigen Geburtstag von Divus Modus. Schön, dass so fleissige Menschen belohnt werden mit so einem erfolgreichen Anlass. Ja, angefangen hat es eigentlich, man kann überlegen, vor 5 Jahren, 2004, genau, wo wir auf dem Gotthardpass waren. Dort oben hat es eine alte Armeefestung aus dem Zweiten Weltkrieg, die zu einem Hotel umgebaut worden ist. Und als ich von der gehört habe und dann mal dort hochgefahren bin und das angeschaut habe, ist so eine geile Anlage gewesen. Und genau das, was ich gesucht habe, um so einen Anlass zu machen. Wir haben dann, also wie gesagt, 2004 umgesetzt. Natürlich viel in einem kleineren Rahmen, wie es jetzt da ist. Und es war ein super Anlass gewesen. Leider haben wir es nicht wieder können wiederholen. Aber die Idee, von irgendetwas im Berg reinzumachen, in Steingewölbe, ist geblieben. Und als ich 2007 da aufs Eisenbergwerk Gonzen gestoßen bin und die Räumlichkeiten gesehen habe, ich dachte, das wäre eigentlich lässig. Die Region ist auch gut, es ist nicht so weit weg von Zürich und von anderen Städten. Und jetzt sind wir hier im Versuchstollen Hagenbach, was gerade um die Ecke genommen ist vom Eisenbergwerk, wo ein riesen Labyrinth ist und wirklich sensationell geeignet, um da Konzertfloor zu machen und zwei Partyfloors, die sich auch akustisch nicht beeinträchtigen. Echt überrascht, wie cool und wie gut es ist. Ich habe eigentlich so gedacht, es würde extremer sein, dass du also unter Tage quasi ein bisschen mehr Druck hast, so auf den Ohren, dass die Luft noch feuchter ist. Es geht im Grunde genommen. Aber man merkt schon, du bist in der Erde. Also das ist definitiv so. Es riecht auch alles so ein bisschen, aber das ist cool. Also es hat irgendwie was. Dann habe ich Backstage von euch jetzt einmal. Hinten zur Bühne habe ich zweimal. Es kristallisiert sich raus, umso später der Abend, umso offenen die Leute, dann fangen die Fälle an. Aber allgemein in dieser Szene haben wir noch nie ein Problem gehabt. Das
Team von ERS rechnen, das sind jetzt da etwa 7 Leute gewesen, plus noch ein paar freiwillige Helfer von Divus Modus, die auch tagkräftig mitgeholfen haben. Also, ich sage jetzt, 10 Nasen haben jetzt da während 3 Tagen wirklich zu tun. Oh! Also der Lastwagen war voll, so voll, dass es nicht gelangt hat. Dann haben wir den Anhänger gefüllt und der war sicher auch nicht zu leicht. Also, was sind das? 8 Tonnen, 9 Tonnen, 10 Tonnen Material? Ich weiß es nicht. Wir mögen noch. Wir wollen noch nicht heim. Ich mache jetzt für dich einen Striptease und zeige dir, was Bergwerk alles passiert. Was ist passiert? Da, hallo. Aua. Das ist, wenn man so Marshall-Verstärker schleppt. Ich habe mich noch gewagt, dass ich meine Keyboard stand und das ist mein Auto. Ich hätte nicht gedacht, dass heute Abend so viele Besucher die Idee unterstützen mit diesem außergewöhnlichen Anlass und hierher kommen und dass es auch mehr oder weniger reibungslos funktioniert hat, den ganzen Anlass umzusetzen. Also das ist wirklich das grösste Geburtstagsgeschenk für 10 Jahre Divus Modus und für mich persönlich. Vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere außergewöhnliche Idee unterstützt habt. Das ist echt kein Schminke im Fall. Das war es vom Bergwerk 2009. 2010 gibt es wieder ein Bergwerk, und zwar am 3. und 4. September. Also 15 Bands, 2 Tage, 2 Tanzflächen, 2 Nächte zum Durchtanzen und alles im Paket, und Informationen gibt es auf divusmodus.ch.